Hallo und schön, dass du da bist. Wir wollen uns heute den neuen Buff Fatalities oder auf Deutsch Todesstoß angucken. Der Todesstoß wird ausgeführt ganz zufällig, also man kann nicht sagen, das passiert jetzt immer, sondern es ist zufallsgeneriert, wann das passiert, und dieser Todesstoß setzt deinen NPC in einen Zustand der Benommenheit, also der NPC, gegen den du kämpfst. Das gilt nur für menschliche Gegner und nicht für irgendwelche Tiere. Der Zustand der Benommenheit hält so bis 5 bis 6 Sekunden an, und wenn du in dieser Zeit nichts tust, dann wird der NPC sterben. Du hast aber die Option, in meiner Wahrnehmung mit so einer kleinen Verzögerung, dass du diesen Todesstoß ausführst, einfach ganz normal, indem du wieder die linke Maustaste drückst und angreifst, und dann wird eine spezielle Animation ausgeführt. Bei dieser speziellen Animation ist es so, dass sie einerseits abhängig davon ist, welche Waffe du gerade benutzt. Also jede Animation ist etwas anders. Und diese Animation dauert immer einen gewissen Zeitraum. Das heißt, wenn du gleichzeitig von mehreren Gegnern angegriffen wirst, ist es oft nicht unbedingt sinnvoll, diesen Todesstoß auszuführen, weil er eben eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. In meinen Tests hier habe ich aber auch festgestellt, dass, wenn ich von mehreren Gegnern angegriffen wurde, es eigentlich jedes Mal so war, dass ich gar nicht in die Verlegenheit kam, diesen Todesstoß auszuführen. Dieser Todesstoß-Buff oder Fatality-Buff gibt dir sofort 20% mehr Gesundheit. Stärke- und Beweglichkeitswaffen erhalten einen 10%igen Bonus sofort. Und deine Stamina-Regenerierung wird um 15% erhöht. Der Buff selber wird eine Minute lang anhalten. Es ist also nicht nur eine ziemlich schicke neue Animation, die wir hier haben, sondern tatsächlich macht es auch Sinn, das zu nutzen im Kampf, wann immer es möglich ist. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da oder ein Abo. Ich habe gesehen, sehr viele, die meine Videos gucken, haben noch kein Abo dagelassen. Und das würde mich natürlich besonders freuen. Ich sehe euch im nächsten Video. Macht's gut, bis dann, ciao!